Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gebeten worden, hier zu sprechen über das Büro der Zukunft, das gesunde Büro. Zunächst möchte ich vorwegschicken, ich bin kein Arbeitsplatzmediziner. Also müssen wir das Gesunde etwas anders definieren in diesem Fall. Und auch das Büro der Zukunft. Wenn wir über die Zukunft sinnieren, entwickeln wir Utopien, Gedanken. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir schaffen uns die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Viele Dinge, viele Konzepte, viele Ideen, die wir entwickeln, werden nur so kommen, weil wir sie verfolgen. Ob es dann richtig ist oder nicht, ist eine andere Frage. So wie irgendwann der Staubsauger aussah, wie er bei den Jetsons in den Comics aussah. Also das entwickelt sich so. Trotzdem will ich mich mit dem Thema auseinandersetzen und einige Fragen auch stellen. Ich kann natürlich Ihnen keine Lösungen in der Zukunft anbieten, für die Zukunft anbieten. Ganz kurz, unsere Arbeitsplätze, unsere Büros. Wir arbeiten an drei verschiedenen Standorten. Kalifornien haben wir geschlossen vor ein paar Jahren. Aber das sind so unsere Büros. Relativ traditionell, der einzige Unterschied ist keine Reisschiene mehr, sondern ein Rechner. Aber ansonsten relativ traditionell. Also wir leben es weniger vor. Hier wollte ich mal ganz kurz zurückgreifen. Das 20. Jahrhundert war ja ein Jahrhundert der Ideologien, der Zukunftsvisionen, der gesellschaftlichen, künstlerischen, architektonischen Ideologien. Und viele dieser Ideologien haben sich durchgesetzt über die Arbeitsverhältnisse, also der Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Die Arbeitsverhältnisse, die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat auch gesellschaftlich immer schon eine sehr große Rolle gespielt, bis hin zu politischen Umstürzen. Die Verteilung der Besitzverhältnisse und so weiter, da kam viel zusammen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hatten wir ja Siam. Und Siam hat ja ganz klar auseinanderdividiert den Wohnort und den Arbeitsort. Das war ja die Erfindung des Commutens. Und heute kämpfen wir alle, die Städteplaner und wir, wieder damit, das zu überwinden und das Leben und Arbeiten wieder mehr zusammenzubringen. Also Beispiele. Ich mag das Foto ganz gern, weil man so schön in der Zeit festmachen kann, wann das war. Ein gutes Beispiel: der Stuttgarter Westen, ein Gründerzeitzentrum, ein Gründerzeitareal, an dem 40.000 Menschen arbeiten und 70.000 Menschen leben. Also ein relativ gutes Verhältnis. Da haben wir unser Büro, viele unserer Mitarbeiter wohnen und arbeiten da und die kommen zu Fuß, die kommen im Fahrrad und auf das Thema möchte ich auch kurz zu sprechen kommen, auf die Generationenfrage. Aber diese Frage gab es auch schon früher, Savannah, Georgia, leben und arbeiten ganz eng beieinander und der Städtebau ermöglicht das. Und das sind hervorragende Arbeitsplätze. Arbeitssituationen. Wir bemühen uns nun in den modernen Städten, die sehr stark aufgeteilt ist, durch aufwendige Interventionen diese Situation wieder zu schaffen. Das heißt, den Freizeitwert der Arbeitswelten wieder so zu gestalten, dass auch Menschen dort leben möchten und nicht nur arbeiten. Boston, gutes Beispiel. Foto fast von der gleichen Situation, 10 Jahre auseinander. Wie eine Stadt plötzlich wieder eine lebenswerte Stadt wird. Und hier work and live, life, live selbst organisiert. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Torre David in Caracas. Ein bankrott gegangenes Investorenprojekt, das besiedelt wurde von Menschen, besetzt wurde und das eine ganze Stadt gebildet hat. Ein Turm, in dem die Menschen leben und arbeiten, ihre eigenen selbstorganisierten Schulen haben, Arbeitsplätze haben und so weiter. Eigentlich ein zukunftsfähiges Modell, ein Modell, wie unsere Städte künftig besser organisiert werden, unsere Arbeits- und Lebensverhältnisse. Denn ich komme gleich darauf zu sprechen, ein nicht ganz so charmantes Beispiel, Walled City in Cologne, aber auch hier leben und arbeiten an einem Ort, das ist eins der grünsten Slums dieser Erde. Alles illegal gebaut.
Kommen wir mal kurz auf das Problem zurück der Erstellung der Arbeitsräume. Wenn wir Architekten arbeiten mit Auftraggebern, da kämpfen wir um 1% Honorar, 3% Baukosten. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer als erstes gekippt, weil es zu teuer ist, weil das 8% zu den Baukosten hinzu addiert. Interessanterweise sind die personalgebundenen Kosten 86% und die Raumkosten mit allem drum und dran gerade mal 14%, hier in Deutschland sogar, je nach Sektor, hier in Frankfurt wahrscheinlich eher im Bereich 8-10%. Also, über was reden wir hier eigentlich immer, wenn wir uns mit Arbeitsplätzen der Zukunft beschäftigen, wenn wir uns mit Arbeitswelten beschäftigen? Ein Beispiel von uns, da will ich nur die Zahlen festmachen, das erste Lead Platinum-Gebäude in den USA, Gensheim Headquarter, haben wir 2000 gewonnen, den Wettbewerb 2003/2004 eingeweiht, sowas. Das war ein Gebäude, wo der Bauherr mit uns ausgearbeitet hat und gesagt hat, ich will relativ enge Arbeitsverhältnisse, aber ich will Breakout-Zonen, ich will informelle Meeting-Points, ich will die Gemeinsamkeit stärken. Das ist heute fast normal, aber 2002 war das schon ein Ding damals. Und das Interessante ist, er hat Erhebungen gemacht, der Bauherr, nach 2 Jahren. Er hatte 30% weniger Sick-Time. Das lag an Tageslicht und so weiter. Eine 8% höhere Produktivität, das ist quantifizierbar. Und das Recruiting war erfolgreicher. Das ist nicht bewertbar, nicht quantifizierbar. Außer, dass in der Gegend Cambridge der Jahresbedarf bei rund 600 hoch ausgebildeten Wissenschaftlern liegt und die Universitäten gesamt spucken jedes Jahr etwa 80 bis 100 aus. Also es ist ein Arbeitskampf ohne Ende. Ein Kampf um die Leute. Also im Prinzip haben sich die Mehrkosten gegenüber einem ganz normalen Class-A-Building in weniger als 2 Jahren amortisiert. Das ganze Gebäude hatten die in 6 Jahren drin. Also über solche Zahlen muss man auch mal nachdenken. Und was ist die heutige Situation? Das war eine Werbung der Citibank am Times Square, die ich bis heute noch nicht verstanden hat, was da Werbung sein konnte, aber an dem Satz ist was Wahres dran. Die Amerikaner haben immer in ihrem Cubicle ein Foto von ihrem Haus oder der Familie, dem Hund, dem Boot und so weiter. Aber die haben zu Hause ganz sicher kein Foto ihres Arbeitsplatzes. Und dafür gibt es Gründe. Das ist der historische Arbeitsplatz. Das ist relativ normal gewesen. Rechts oben übrigens ein Ingenieurbüro, die auf den Tischen noch gezeichnet haben, vor unserer Zeit. Und dann eben, das ist das Büro Le Corbusier gewesen, hier unten. Die Tokio-Börse links oben. Und das sind Arbeitscubicles da. Das ist kein Sprachlabor, das ist Arbeitsplatz. Und so weiter. Und links unten Tati-Film. Hat es auch schön gezeigt. Also die Arbeitsplätze historisch. Für wen bauen wir denn eigentlich die Arbeitsplätze? Ich baue ja für mich keine Arbeitsplätze mehr, es lohnt ja nicht. Aber wir bauen für die nächsten Generationen. Wir beschäftigen uns in der Regel immer mit denen, wenn wir neue Gebäude bauen, die gerade da sind. Und das sind in der Regel Leute, das ist meine Erfahrung, die alles gern so hätten, wie es war. Also das Ideale, egal wie schlecht die Verhältnisse waren, ist so, wie es war. Es sind Riesenkämpfe mit dem Betriebsrat jedes Mal, wenn wir sagen, ihr braucht keine Lüftungsanlagen. Ihr habt Fensterlüftung. Wir machen Bauteilaktivierung. Sagen die, nein, wir hatten bisher Klimaanlagen, die waren zwar unangenehm, wollen wir wieder haben. Wir hatten bisher Einzelbüros, die wollen wir wieder haben. Also für wen bauen wir? Wir bauen für die Generation Z, die ist genannt die Pippi-Langstrumpf-Generation, weil gesagt wird, die schaffen sich ihre eigenen Welten. Und hier nochmal, das ist auch interessant, während Sie das lesen, das können Sie sicher übersetzen, möchte ich mal kurz zu dieser Generation sprechen. Ich kann dazu sprechen, einer der jüngeren meiner Söhne fällt da gerade rein und der ältere ist noch Generation Y. Das ist hochinteressant. In meiner Generation waren die prägenden Fernsehbilder,
die Mondlandung. Man ist nachts aufgestanden. Diese Generation, die prägenden Fernsehbilder waren 9/11. Also eine große Verunsicherung. Nach 9/11, als die dann so in der Schule waren, kam die Wirtschaftskrise 2008. Es kam Bologna. Es kam die gesellschaftliche Diskussion, wo die Politik nur drüber gesprochen hat, wie können wir die möglichst schnell an den Arbeitsplatz bringen. Möglichst kurze Ausbildung. Politisch wurde immer bei uns die letzten 15 Jahre Bildung und Ausbildung gleichgesetzt. Das eine hat mit dem anderen erstmal ganz wenig zu tun. Es ging nur um Ausbildung. Also, das ist die am höchsten, besten ausgebildete Generation, aber durch diesen Netzzugang auch sehr gebildete Generation. Die sind gebildeter, als wir waren. Aber fühlen viel weniger Loyalität zur Gesellschaft dadurch. Wir haben denen die Bildungszeit gekürzt. Wir haben den Bologna reingedrückt. Wir haben den die Wirtschaftskrise reingedrückt und haben gesagt, ja, und übrigens, die Gesellschaft muss für die Banken zahlen. Gleichzeitig haben wir ihnen gesagt, und übrigens müsst ihr den Berg an Rentnern später mal durchfüttern. Wir gehen alle früher in Rente, ihr müsst uns durchfüttern. Also das ist eine Generation, die einen ganz harten Schnitt macht zwischen ihren Interessen und den allgemeinen Interessen. Und es ist auch eine Generation, die einen ganz harten Schnitt macht zwischen wir machen tolle Projekte, wir arbeiten gemeinsam, wir finden das toll, aber dieses Projekt Daimler Allianz oder wie auch immer ihr heißt, rechnet nicht mit uns dauerhaft. Wenn ihr ein interessantes Projekt habt, E-Mobilität, Entwicklung, klasse, gehen wir hin, machen wir mit. Aber wenn ihr glaubt, wir schrauben an eurem Diesel rum, das könnt ihr vergessen. Die sind weg. Das heißt, die Verweilzeiten in den Entwicklungsabteilungen sind ganz kurz. Und das wird zum Standortproblem für viele. Und da doktern wir alle rum. Und das sind Bilder aus dem Netz. Wenn Sie einmal googeln, die Hipster-Arbeitsplätze, unendlich Bilder, die aber meiner Meinung nach völlig am Thema vorbeigehen. Wir reden über Innenarchitektur, wir reden über Breakout-Spaces, wir reden über Arbeitsplätze, das Verhältnis. Wir brauchen immer mehr Raum für Arbeitsplätze, immer mehr Raum. Weil wir haben normale Schreibtische, dann haben wir Breakout-Spaces, dann haben wir Spielplätze, das sind ja Riesenspielplätze alles. Das Interessante ist, vielleicht in Silicon Valley läuft es für ein paar Jahre, kann gut sein. Aber wir sollten nicht glauben, die wären doof, die Generation. Ja? Und das ist ein typischer Verwaltungsarbeitsplatz, neu gebaut heute. Auch der geht am Thema völlig vorbei. Es gibt keine Gemeinschaftszonen. Die Forderung ist üblicherweise, von der Tiefgarage direkt hochzufahren in die Arbeitsräume. Und da hatte ich eine Diskussion mit dem Staatssekretär und habe gesagt, sag mal, warum können wir nicht ein Wahnsinnsgeld sparen? Ihr schafft alle von zu Hause und trefft euch mittags in der Kantine. Der Effekt ist genau der gleiche. Es gibt keine Kommunikation. Und auch das sind Arbeitsplätze. Das zeige ich Ihnen nur, weil wir uns immer auf die Büroarbeit konzentrieren. Auch das sind Arbeitsplätze. Und auch das sind Arbeitsplätze. Und das ist mein, da habe ich gern das Bild, ein Projekt in Toronto. So stellt der Architekt es sich links oben vor im Rendering. Rechts oben bei der Abnahme, links unten, nachdem die eingezogen sind und rechts unten nach 2 Jahren. Da fühlen die sich sauwohl. Aber wenn wir reden über den Arbeitsplatz der Zukunft, meine ich persönlich, wir reden über etwas, was sehr stark im Wandel ist, aber was auch viel weniger wird. Ich glaube, dass viel mehr von zu Hause gearbeitet wird und die Bürokomplexe in den Städten werden zu Kommunikationszentren werden. Die Büroarbeitsplätze in den Städten werden einige Nomadenarbeitsplätze haben, wahrscheinlich 60% von den heutigen, 50%, und der Rest werden Kommunikationsflächen sein, die größer werden. Darauf wird es meiner Meinung nach rauslaufen. Das heißt, wir haben eine große Ressource für künftigen Wohnungsbau.
durch Umnutzung von Büroarbeitsplätzen, weil sich das zwangsläufig entwickeln wird. Viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich selbst auch würde sagen, 40% meiner Arbeitsleistung, das heißt üblicherweise so Verwaltungstätigkeit, Rechner oder Vorträge vorbereiten, macht man irgendwo zu Hause, unterwegs, im Hotel, Flughafen, wo auch immer man ist, macht man das. Bei Labors wird es anders aussehen. Jetzt möchte ich Ihnen kurz mal was präsentieren noch in diesem Zusammenhang, weil ich gerade über Silicon Valley geredet habe. Ich habe da relativ gut Einblick, weil wir für Google ursprünglich die ersten Untersuchungen gemacht haben, was der Arbeitsplatz der Zukunft sein könnte für sie. Und wir haben da weniger drüber geredet, ob die sich jetzt hier eine Skilift-Gondel reinhängen oder so Zeug. Das fand ich nicht so wichtig. Das war sehr lustig. Ursprünglich, Google hatte ein gutes Konzept, bevor sie für sich selber bauen wollten. Die sind in ganz normale Suburbien, alte Banken, alte Verwaltungsgebäude reingegangen, haben einfach den Innenausbau rausgerissen, haben eine Kantine reingemacht und jeder durfte sich einrichten, wie er wollte. So ist die Vielfalt dort entstanden, weil es schon ein bisschen eine nerdy Truppe ist, muss man schon sagen. Aber eigentlich klasse, eigentlich interessant. Nur jetzt versuchen die mit Innenarchitekten dieses Individuelle nachzubauen, das damals entstanden ist. Und da bin ich nicht sicher, ob das so funktioniert. Bin ich noch nicht sicher. Also das war der Campus, den wir für die entwickelt haben. Hier sieht man. Und da ging es eben drum, und da sind die Themen schon alle drin, obwohl es eine Weile her ist. In der Mitte der Ring, wo die ganzen kommunikativen Bereiche sind. Und außen relativ kleine Zellenbüros, wo die intensiv sich zurückziehen können und arbeiten können. Interessanterweise, wir hatten ein Büro, ein Gebäude von denen gesehen, das ähnlich aufgebaut war. Das hätte, kann viel kleiner sein, weil tatsächlich sitzen die hier immer zusammen und arbeiten. Ein Beispiel, wie wir das versucht haben umzusetzen. Das war die Situation, wie wir sie vorgefunden hatten. Charmant. Den Film kennt man ja. Der lohnt sich unbedingt in diesem Zusammenhang anzuschauen. Was können wir den Arbeitsplätzen bringen? Was fehlt eigentlich, wenn man über moderne Arbeitsplätze nachdenkt? Wenn wir, die Diskussion geht ja immer um Bürotätigkeit, Verwaltungstätigkeit. Es würde zu weit führen, wenn wir über andere nachdenken. An sich, was wir brauchen, ist eine bessere Atmosphäre. Was ganz wichtig ist, links Orientierung, die in den großen Grundrissen teilweise die Orientierung nach außen schauen, wo bin ich eigentlich hier? Wenn uns das gelingt, müssen wir nicht große rote und blaue Punkte überall hin machen oder Leitsysteme oder Mickey und Bambi oder was auch immer man macht als Leitsystem. Das finde ich eins der besten übrigens. Aber wie können wir das machen? Dann, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich Diskussionen führen? Wie kann ich intensiv arbeiten? Also, je mehr Plätze der Kommunikation ich habe, desto mehr Plätze der Kontemplation brauche ich auch. Also ich muss die Waage halten, ich muss mich zurückziehen können und nicht in irgendeine Telefonzelle. Und das haben wir eben so aufgebaut, das ist jetzt eine PowerPoint zusammengedampft, wie wir das damals dem Bauherrn das erste Mal vorgestellt haben. Also das war ein großer, das sind 3000 Quadratmeter über verschiedene Gebäude, eine Riesenfläche, unübersichtlich. Und wie schaffen wir die übersichtlich? Ja, also sind wir durchgegangen, haben diese ganzen Punkte angeboten, haben das erläutert, haben Gärten reingemacht, Gärten weniger, dass man im Grün sitzen kann, sondern wenn ich es nicht schaffe, in den tiefen Grundrissen eine Verbindung nach der Blickverbindung nach draußen zu schaffen, dann muss ich das draußen reinholen, dass ich diese Blickverbindung wieder hinkriege. Und dann kamen die Arbeitsplätze dazu. Nun ist es ein Modeunternehmen, das heißt, die brauchen relativ große Tische und so weiter. Und das war dann der fertige Grundriss, der die Grundlage war, auf der wir das Projekt dann umgesetzt haben. Und das war dann die Umsetzung des Projektes.
Das war so der Gedanke des Laufstegs als die Verbindungen durch und so weiter. Also da kann man viel reininterpretieren, wenn man sich bemüht. Da haben wir auch mit Bartenbach zusammengearbeitet, was wir immer berücksichtigen müssen, dass das Licht eine ganz entscheidende Rolle spielt bei Arbeitsplätzen. Und ich rede nicht nur über Lichtintensität, dass ich jetzt hier nach der DIN meine, was weiß ich, 600 Lux habe oder so. Das ist nicht das Entscheidende. Die Lichtfarben sind wichtig. Und auch, wie ich mit Farben arbeite, um Räume einzustimmen und Tiefen zu kriegen. Also wenn die Wand jetzt auch grau wäre zum Beispiel, kann man sich ganz schwer vorstellen, dann wäre der Raum unendlich. Den würde man gar nicht begreifen richtig. Das wäre also wie man mit diesem Licht und den Farben arbeitet. Nun ist das Licht inzwischen die Forschung so weit, das wird größtenteils geforscht von Harvard in Longwood, dass Licht manipulativ eingesetzt werden kann. Also ich habe das Tunable White, dass ich zum Beispiel auf den Biorhythmus der Menschen eingehen kann, das ist schon in Ordnung. Aber die Schlaumeier haben herausgefunden, dass blaues Licht wach hält. Also fangen die an, in Schulen blaues Licht einzubauen. Und ich bin schon der Meinung, auch für Schüler gibt es das Grundrecht auf Dösen. Also das, so, da wird Licht plötzlich manipulativ eingesetzt, das ist auch nicht richtig. Man muss den richtigen Weg finden. Wir arbeiten gerade an Adidas, da kann ich nicht allzu viel zeigen, aber das ist die neue Verwaltung von Adidas. Ein sehr großes Projekt. Jedes Geschoss hat etwa 15.000 Quadratmeter. Und den Wettbewerb damals hatten wir eigentlich ganz lustig gewonnen. Die hatten in der Auslobung ganz klare Vorstellung, wer wo sitzt Susi, also wer sitzt wo und wo sitzen die genau. Und wer muss mit wem zusammen auf einer Ebene sitzen. Ich bin nicht ganz so sicher, ob horizontale Verbindungen bei großen Grundrissen besser sind als vertikale. Ich glaube, die Vertikalen sind an sich besser, aber ist egal. Große Grundrisse. Aber sehr schön vorbereitet. Und haben wir festgestellt, da können wir nur ein riesen dreigeschossiges Gebäude machen, um das zu erfüllen. Andererseits sind die so auf dem flachen Land und wollten von der Ferne sichtbar sein. Also vom Grundriss her, von der Organisation, ging Hochhaus eigentlich nicht ein höheres Haus. Also haben wir gesagt, machen wir das flache Ding und bocken es einfach 12 Meter in die Luft, sodass es aus der Ferne wahrgenommen wird. Und damit haben wir den Wettbewerb gewonnen. Und das ist ein Schnitt durch das Gebäude. In der Mitte ist eine Magistrale, das sieht man hier. Und das sind die ganzen kommunikativen Bereiche. Das sind die Cafés, die Restaurants und so weiter und so fort. Dann sieht man hier die dunkleren Reihen, da sind solche Kammern, wo man sich zurückziehen kann, kleine Besprechungsräume, die berühmten Telefonzellen, kleine Lounges und so weiter. Und dann hier am Rand entlang sind die Arbeitsplätze und hier auch Besprecher und Arbeitsplätze. Bei diesen neuen, das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept und da sind die auch sehr weit und sehr interessant und auch gute Zusammenarbeit mit den Nutzern. Bei diesen neuen Arbeitsplatzkonzepten, Büro der Zukunft, weiß ich nicht, ob es ist, aber bei diesen neuen Konzepten lassen wir alle eine Sache etwas außer Acht. Es ist heute kaum durchsetzbar, non-territoriale Arbeitsplätze. Das heißt, jeder will seinen Schreibtisch haben und man kriegt so 10-15% hin, aber ansonsten meckern die Leute. Wenn Sie jetzt zu dem Arbeitsplatz, auch wenn Sie den knapp gestalten, hinzuaddieren, die ganzen Kommunikationsbereiche, haben Sie plötzlich doppelt so viel Fläche pro Person wie vorher. Weil das einfach aufaddiert. Und ich glaube, da müssen wir künftig einen Weg finden, wie das ersetzt und nicht aufaddiert. Denn tatsächlich können wir es uns auf Dauer nicht leisten, ständig die Flächen des Einzelnen zu vergrößern. Nur am Rande dazu. Wir haben ja unsere Häuser gut isoliert. Wir haben ja Energiesparmaßnahmen. Das hat sich ja alles schon durchgesetzt bei uns. Da sind wir schon relativ weit, nicht weit genug. Und im Moment lassen wir den Ball gerade mal wieder fallen in diversen
politischen Gesprächen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Interessanterweise brauchen wir pro Kopf genauso viel Energie wie vor 25 Jahren. Aus dem einfachen Grund, unsere Lebensfläche hat sich verdreifacht. Also ist das alles kontraproduktiv. Ähnlich ist es bei den Arbeitsflächen. Ich glaube, das Büro der Zukunft ist auch ein platzökonomisches Büro. Müssen wir. 2050 werden 75% der Weltbevölkerung in Städten leben, in Konglomerationen, in irgendeiner Form. Das sind mehr als heute auf diesem Planeten leben. Wenn wir dann noch überlegen, dass von den 11 größten Städten 8 im Moment auf Meeresniveau sind, können wir uns ja vorstellen, wie sich das entwickeln wird, wie der Druck auf die Städte kommen wird. Ja? Also meine ich, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir auch ökonomischer vorgehen mit den Arbeitsplätzen. Hier vielleicht weniger interessant und hier nochmal eine Untersuchung, wie von der offenen Kommunikation zum konzentrierten Arbeiten alles angeboten wird und weil im Fluss ist. Da geht es jetzt um den Innenausbau, an dem wir arbeiten und die Bereiche. Und natürlich inzwischen bei so großen Grundrissen auch um Identifikation der Bereiche. Wir haben mit VS einen Schreibtisch entwickelt, der dem entgegenkommt. Der ist jetzt nicht für VS. Wir haben das, die wollen immer sitzen zu stehen. Das kriegen wir damit nicht hin. Aber wir haben versucht, einen Schreibtisch zu entwickeln, der dergestalt ist, dass wenn ich mir gegenüber sitze, dass ich mich auch sehe. Denn im Moment, wenn sich Leute gegenüber sitzen, sehen sie eigentlich immer nur den Rücken des Bildschirms. Also die sehen sich nicht mehr. Also wie können wir Schreibtische entwickeln, dass die Menschen sich auch sehen, kommunizieren können, dass wir die Kommunikation nicht unbedingt in extra Bereiche bringen müssen, sondern dass wir die an den Arbeitsplatz zurückbringen müssen. Also dass wir nicht immer alles auseinandernehmen müssen. Ist mit VS auch wieder mal hölzerner, haptischer, dass wir rauskommen aus der Arbeitsplatz ist eine Maschine, in die ich reingedrückt bin, sondern dass es wieder haptisch ein Erlebnis wird. Ich habe bis heute nicht kapiert, wenn ich sowieso so Arbeitsplätze habe und Kommunikation am Arbeitsplatz fördern will, warum sieht es anders aus als mein Wohnzimmer? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Warum muss das wie eine Maschine aussehen? Das könnte doch ganz anders aussehen. Ja, eher das Homeoffice wieder ins Büro bringen, das wäre doch der Gedanke, der dahinter steht. Also das waren so Ansätze. Und jetzt am Schluss, ich darf noch 50 Sekunden sprechen, jetzt am Schluss noch Unilever Headquarter, bei dem wir das nicht das erste Mal, aber relativ radikal durchexerziert haben. Das ist in Hamburg Unilever und da ging es eben darum, eben diese Kommunikation zusammenzubringen, keine Einzelbüros, das Großraumbüro zu machen, aber das akustisch eben so zu machen, dass man nicht durch Lärm gestört ist. Und wie kann ich das belegen? Kommunikative Bereiche dann in den Atrien, also die Bereiche, wo ich mich informell treffen kann überall in den Atrien, ähnlich wie bei Gensheim, nur weiter betrieben. Und dann eben die inneren Büroarbeitsplätze, man sieht überall akustisch belegt, aber eben so gestaltet diese Arbeitsplätze auch, dass nebenan die Kommunikationsbereiche sind. Also nicht, dass die Leute sagen, und jetzt kommuniziere ich und jetzt arbeite ich, sondern dass wir das wieder besser zusammenbringen. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Zum einen müssen wir damit rechnen, dass es deutlich weniger Arbeitsplätze werden, mehr Kommunikationsbereiche, aber die Arbeitsplätze, die wir anbieten, so Nomadenarbeitsplätze oder wechselnde Arbeitsplätze, kein Eigentum am Arbeitsplatz, dass die relativ offen gestaltet sind, aber dass auch die geeignet sind, dass Kommunikation dort laufen kann. Ich glaube, das ist eher die Richtung. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Benitsch. Sie haben ja ganz am Anfang ein Bild gezeigt von Stuttgart West oder vom Stuttgarter Westen, muss man ja sagen.
Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den Grundrissen, die wir gesehen haben, die Sie planen, dann sehe ich da Ähnlichkeiten. Sprich, also ein Grundriss bei Ihnen ist auch ein Stück weit gestaltet wie eine Stadt letztendlich. Lässt sich Stadt wirklich auf Grundrisse skalieren? Ich glaube nicht, dass sich Stadt auf Grundrisse skalieren lassen. Aber ich glaube, dass es ähnliche Funktionen gibt. Ich glaube schon, dass es den Ankunftsort gibt, den Marktplatz gibt, die Nachbarschaften gibt. Also, dass wir so vom Makro ins Mikro kommen und dann das Wohnzimmer gibt. Ich glaube, dass es ähnliche Strukturen gibt wie, ja, das sind ja auch Gesellschaften, die zusammenleben, so Büros. Und in Städten leben ja auch Gesellschaften zusammen und haben sich organisiert. In den Büros gibt es Kneipen, in den Büros gibt es Restaurants, in den Büros gibt es Ausstellungsflächen und so weiter. Also ich glaube schon, dass es ähnliche Funktionen gibt. Und zwar nicht nur bei ganz großen, sondern auch bei kleineren Büros. Und vielleicht auch vom Gefühl her einfach, wie man von in der Stadt vom Großraum in den kleinen Raum geht. Das ist wahrscheinlich ähnlich im Büro auch dann. Ja, ich glaube schon. Und ich... Es gibt ein von mir sehr geschätztes Büro, Snohetta. Da war ich neulich, die habe ich besucht. Und was ich hochinteressant fand, zu Beginn des Jahres kann sich jeder seinen Arbeitsplatz suchen. Die sind nicht organisiert, die Arbeitsplätze nach Projekte, wie wir alle denken, sondern wer kann mit wem besonders gut arbeiten. Aber die arbeiten durchaus an unterschiedlichen Projekten. Alles durchmischt. Das heißt, da ist wirklich der Familiencharakter oder der freundschaftliche Aspekt viel größer. Und es kann sein, dass das erfolgreicher ist als in unserer doch immer noch Fließbanddenke, dass wir projektweise sortieren. Also die sortieren Familien und vielleicht ist das der bessere Weg. Wie sieht denn Ihr persönlicher Arbeitsplatz aus? Darf man das fragen? Ja, natürlich dürfen Sie es fragen. Bei uns, die Partner haben keine eigenen Zimmer. Wir sitzen mittendrin und mein Arbeitsplatz sieht aus wie der anderen. Und in der Regel, wenn ich zurückkomme, ist er belegt. Von wem? Irgendein Praktikant baut ein Modell oder es hatte jemand keinen Arbeitsplatz und sitzt halt da. Also ich habe tatsächlich eine Art Nomadenarbeitsplatz. Das ist zwar meiner, aber... Der ist halt immer mal wieder belegt. Der einzige Unterschied ist, dass ich einen anderen Stuhl habe, den ich mal geerbt habe. Ansonsten ist es ganz normaler Arbeitsplatz, wie alle anderen auch. Und in Boston zum Beispiel, wenn ich nach Boston komme, in unser Büro, dann nehme ich immer irgendeinen Tisch, wo gerade jemand in Urlaub ist, in München ähnlich. Funktioniert. Und dieser Stuhl ist dann der Stuhl, auf dem Sie das Recht zum Dösen haben, vermutlich. Ja, genau. Dabei ist er nicht mal sehr gesund, ist ein alter Eames. Der ist nicht sehr gut zum Sitzen, aber ich sitze nie länger als 10 Minuten, deshalb ist egal.